Buongiorno, Freunde, und herzlich willkommen zurück bei einem nächsten Part von Uncharted 4 A Thief's End. Ja, im letzten Part waren wir ja noch in Schottland unterwegs und sind dann in die Höhle gegangen und haben ein, ja, nicht allzu schwieriges Rätsel gelöst. Hat ein bisschen was mit Wasser zu tun gehabt, aber haben wir dann ganz gut gelöst. Dann sind wir in eine ganz große Kammer gekommen, ja, wo es dann wieder um das Thema Habgier geht. Nehme ich das Ganze oder nehme ich nur eine kleine Sache? Und dann war eine Waage mit einem Kreuz und ein paar Münzen und wir sollten eine Münze nehmen. Da mussten wir natürlich flüchten, weil Nadine und Rafe uns dann wieder auf den Spuren waren. Und wir sind aber mit dem nächsten Hinweis, der dann tatsächlich auf dieser Münze, ja, das hat der gute Nathan wieder herausgefunden, wer auch sonst, war ein Zeichen drauf. Und in dieser Kammer war eine Karte von Madagaskar drauf. Aber auf der Münze war halt dieser Vulkan drauf. Und deswegen wussten wir auch genau, wo wir jetzt halt in Madagaskar hier suchen müssen. Nämlich in Kings Bay in der Nähe von dem Vulkan. Und ich würde sagen, und das hatte ich auch schon im letzten Part am Ende gesagt, ich finde es richtig cool, dass wir jetzt hier mit dem Jeep frei rumfahren können. Ja, das macht die Schatzsuche natürlich um einiges schwieriger. Aber ich versuche mich zu bemühen, dass wir hier auf jeden Fall versuchen werden, so alle und so alle Ecken irgendwie mal ein bisschen abzugrasen. Auch wenn ich finde, dass das sehr schwierig ist in so einem offenen Gelände. Ist ja auch ziemlich neu gewesen bei Uncharted 4. Muss ein Wegweiser sein. Halten wir die Augen offen. Das sind Wegweiser, okay. Ich weiß auch nicht, ob wir dafür was bekommen, wenn wir die alle umfahren. So, das macht das Ganze natürlich schwieriger. Gucken wir uns doch erstmal hier um. Wir können jetzt wirklich hier komplett langfahren, wie wir lustig sind. Ja, können uns eigentlich auch den Vulkan angucken. Wenn wir aussteigen, steigen nur wir aus, scheinbar. Okay. Das heißt, wir können uns jetzt hier umsehen, oder was? Ist ja voll cool. Oh, guck mal, wer da ist. Das Nashörner? Nee, das sind so Bullen, ne? Sehen aus wie so Bullen. Ja, Stier. Ich meine, hier gibt es einen Stier in Madagaskar. Bin ich mir nicht so sicher. Aber wieso, ja, so eine Bullenherde könnte ich mir gut vorstellen. Geredet, wer nicht weg war, oder? Ja, die lästern Nathan, wenn du weg bist. Vor allem Sullivan. Okay. Wo müssen wir denn überhaupt lang? Müssen wir hier hoch vielleicht? Ah, ja, ja. Hier hoch müssen wir. Okay, dann gucken wir uns erstmal hier in der Ecke um. Können wir auch noch hoch. Ach krass. Boah. Aber mega geil. Ja. Können endlich mal hier ein bisschen Auto fahren. Ey. Da sind Ruinen, ja. Da ist bestimmt ein Schatz. Ach guck mal, wir hinterlassen auch voll die Spuren. Ey. Mega realistisch. So, Fahrzeug verlassen, ja, okay. Ja, machen wir einfach mal. Ja, wir sehen uns jetzt mal um. Kommst du immer noch so viel herum? Ich versuch's. Ich nehme gerne Aufträge an, die mich vom Computer losreißen. Habe ich gerade erst zu Nathan gesagt. Erschrecken, wie viel jetzt über das Internet läuft. Du kannst doch heiße Ware jetzt bestimmt auf verschiedenste Weise loswerden. Ja, schon, aber ich rede lieber persönlich mit den Kunden. Ich lerne sie kennen. Ist nicht so schwierig, mit einem Typen zu chatten, der Antiquitätenmeister 37 heißt. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich find's irgendwie interessant, denen dabei zuzuhören, ne? Oh, da ist ein Schatz oben. Krass. Warte mal. Genau, bestimmt. Ey! Da hoch. Da. Hoch jetzt. Ja.
Antiquitätenmeister 37. Mist. Komm mal nicht hoch. Warte mal. Können wir mit der Karre hier hochfahren? Viel zu sehen hier. Nee, können wir nicht. Schade, ey. Willst du denn sonst da hoch? Nur irgendwas runterschießen vielleicht? Ha. Oder den Schatz da runterballern? Nö. Bringt gar nichts. Da kann man irgendwas schieben. Nee, anscheinend nicht. Hm. Und? Hat sich nicht gelohnt. Kommt, fahren wir weiter. Hat sich nicht gelohnt? Wie? Da war ein Schatz oben, Nathan. Kommen wir da nicht dran, oder was? Ja, frech. Irgendwie müssen wir doch da dran kommen. Geht doch gar nicht. Hm. Ja. Voll. Jetzt kann er auf einmal da hoch. Yes. Okay. Savasa Tabakdose. Oder Tabaksdose. Oh, die gehörte jemandem. Ist das ein Name? Savasa? Okay. Ach, guck mal. Da oben ist eine Ziege. So. Wo seid ihr? Da. Dann machen wir mal weiter, ne? So. Einmal hier hinten nochmal gucken. Sieht so abgelegen aus. Gibt's eine Handbremse? Nö, aber ich kann direkt rausspringen. Geil. Ist das die Handbremse? Warte mal. Einmal ausprobieren. Ja, das ist die Handbremse. Wow. Cool. Hab's durch Wasser hier. Okay. Hey, bei unserem Glück, wie stehen die Chancen, dass der Vulkan genau jetzt ausbricht? Bei null. Er ist erloschen. Glaub mir, das habe ich als erstes nachgesehen, als es hieß, wir fahren zu einem Vulkan. Das und wo es den billigsten Geländewagen gibt. Warte, Sally. Heißt das, du hast tatsächlich Nachforschung angestellt? Du kannst ja nicht immer der Klugscheißer sein, Junge. Sehr gut. So, hier ist wieder so eine Steinbarke. Ja, aber ich mag das Wort nicht. Es klingt seltsam. Steinbarke. Nein, gefällt mir einfach nicht. Steinbarke. Gefällt mir nicht. Handbremse. Woo. Da können wir hier hoch? Ah, da hoch, da hoch. Warte, 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 warte. Oh, ist da eine Höhle? Ist ja cool, ey. Das ist eine Höhle. Da müssen wir rein. Boah. Kann die Karre eigentlich auch kaputt gehen? Oh. Ja, das ist der Klassiker, ne? So, packen wir mal hier schön ein. Sag mal, Victor, woher kennst du Kings Bay eigentlich so gut, hä? Huh? Das erste Mal war ich hier für einen Tauschhandel. Eine gestohlene Diamanten. War klar. Ging in die Hose. Ja, ich wurde verhaftet. Da habe ich den Polizeichef bestochen. War auch klar. Ja, und als wir so die Bestechung aushandelten, wurden wir Freunde. Und seitdem war ich alle paar Jahre zu Besuch hier. Hey, vielleicht können wir uns ja möglichen Ärger vom Hals halten. Hast du noch Kontakt zu ihm? Ihr. Oh, mein Freund. Oh.
So war es nicht. Dieses Mal. Wir tickten nur sehr ähnlich. Okay. Außerdem ist sie weggezogen. Brasilien. Ich habe sie schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen. Oh, dann wird's Zeit für einen Besuch. Vielleicht. Zuerst bringen wir das hier zu Ende. Hm. Interessant. Was man nicht so alles erfährt, ne? So, hier ist bestimmt irgendwo wieder so ein Schatz. Deswegen sind wir doch bestimmt hier. Dann gucken wir doch mal. Erstmal hier hin. So. Oh, guck mal, direkt richtig. Tada. So, was ist das? Verwitterte Steinschlosspistole. Oh, auf jeden Fall ein Pirat hier gewesen. Und eine Notiz, ein Dokument. Captain Harrison. 2. Juni 1702. Captain Harrison. Es sind schon 3 Tage vergangen, seit Sie und Ihr Regiment zu den Türmen aufgebrochen sind. Und unsere Hoffnung, dass sie Captain Avery finden und ihn festnehmen, ist ebenso zunichte wie unsere Vorräte. Die Entdeckung dieses Piratenverstecks nach Jahren voller falscher Fährten hat den Glauben meiner Männer gestärkt. Aber nach 3 Tagen in dieser feuchten Höhle werden sie langsam unruhig und ängstlich. Sie wollen hier nicht sterben oder schlimmer mit leeren Händen nach Kings Bay zurückkehren. Daher werden wir bei Tagesanbruch ungeachtet ihrer Anweisungen so viele Vorräte und Waffen nehmen, wie wir tragen können und uns selbst auf den Weg zu den Türmen machen. Dort werden wir Avery mit Gottes Gnade fassen und ihn vor Gericht stellen. So Gott will, werden wir dort auf sie treffen. Lieutenant Sherwood. Okay. Vierte Infanterieregiment unter der Lizenz der Ostindien Company. Ich hatte mir schon was dabei gedacht wegen dem Schiff, ne? Gibt's doch auch diese, East India Company oder so, ne? Im Englischen halt. Interessant. Interessant. Ach, guck mal, da hat er die Münze noch. Hat er die Münze da eingetragen. Cool. Was? Rechnung für gemieteten Jeep. Versicherung? Keine. Abfertigungsgebühr? 96.307 AR, ist wahrscheinlich die Währung. Ich weiß aber jetzt nicht genau, wie die Währung ausgesprochen wird. Zusätzlicher Fahrer, 64.204, Steuer, 36.240 AR. Zusatzausstattung, Winde, 192.614 AR. Winde? Ach so, ja, eine Winde, ja, vorne am Jeep, ja, okay. Fahrwerkspaket, keins. Spätabholung auch nicht. Summe 562.365 AR. Okay. Fahrer 1, Victor Sullivan. Fahrer 2, Nathan Drake. Fahrer 3, Sam Drake. Oder in der längeren Form Samuel. So. Durchgepauste Münze. Wertlose Münze. Ja, so wertlos war sie ja nicht, ne? Also die hat uns ja den Hinweis gegeben mit dem Vulkan. Was ist das denn? Schmeckt genau wie daheim. Das ist niemals echtes Rindfleisch. Fastburger serviert in Madagaskar. Ein, was? Baranga Gericht. Sully hat's probiert. Rindergeschnetzeltes auf Reis. Elena anrufen. Telefonkartenpin. Durchgestrichen. 02162511. 17 Minuten durchgestrichen. Wieder eine Zahl, okay. 04 2786 211. 9 Minuten.
Hat er sich das alles notiert, wie lange der mit der geredet hat? Okay. Damit du keine Fehler machst, die noch weiter anzulügen, Nathan. Ha? Deine Frau. So, den Schatz haben wir aber eingesackt. Dann können wir wieder aus der Höhle raus. Oh, sind das Mücken? Bestimmt Mücken, ne? Okay, fahren wir los. Jo. Oh, jetzt schön durch den Wasserfall. Ja, ich hab schon ewig nicht mehr zweimal an einem Tag geduscht. Na, kannst mal sehen. Dann duschst du heute zweimal. So, hier ist auf jeden Fall die Brücke. Ich denke mal, das ist auch der Weg, den wir gehen sollen. Da gehe ich mal stark von aus. Oh, die Scheibe ist dreckig. Ich glaube, wir sollen aber auch über die Brücke, ne? Warte mal. Die Frage ist nur, von welcher Seite? Von hier? Da hoch? Nee, sieht nicht so aus. Ich frage mich aber echt die ganze Zeit so, wie viel hält die Karre überhaupt aus? Kann man da richtig reinbrettern? Ich denke mal schon, ne? Ist ja ein Geländewagen. Aber... Frage ist nur... Hat die Brücke vielleicht auch irgendwas an sich? Bin gleich zurück. Ich warte hier bei Sam. Ja. So, Moment. Nathan kann ja immer dreckig werden, ne? Kann der auch durch den Schlamm dreckig werden? Warte mal. Der hat alles da dran kleben. Dann wieder sauber. Cool. Wir müssen zu dieser Brücke hoch. Ja, ist ja gut. Machen wir ja. Kein Problem. Ich glaube, da kommen wir aber nicht hoch, ne? Oder ist das unser Weg? Warte mal, dann machen wir erstmal hier die. Shit, noch eine Steinbarke. Nein, genau. Sorry, Sam, stimmt. Steinhau. Danke. Ja, der mag ja nicht das Wort Steinbarke, der Sam. Deswegen müssen wir Steinhaufen sagen und nicht Steinbarke. Okay. Dann versuchen wir mal da hochzukommen. Los. Komm. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Ja. Noch eine Steinbarke. Entschuldigung, Steinhaufen. Sam mag das ja nicht. So. Okay, Junge, Lass uns nicht abstürzen. Nein, keine Angst, Sully. Bin guter Fahrer. Hat man doch gesehen. Okay, Sekunde. Hast du was, Junge? Weiß ich ja nicht. Deswegen gucke ich ja nach, Sully. Ob hier was ist. Sag dir was dazu, wenn ich hier oben stehe? Ja, Entschuldigung. Okay. Dann fahren wir weiter. Ah, und dann einmal über die Brücke. Hey, fahr ganz langsam und schön in der Mitte. Mach ich doch. Wow. Alles gut. Boah. Ganz schön durchgebrochen da. Wieder ein Steinhaufen. Na. Zack, einmal mit Handbremse hier. Und... Jemand hat sich viel Mühe gegeben, die Steine so aufzustapeln. Ja, und wir machen sie kaputt. Ich weiß nicht, was für einen Sinn das haben soll, aber okay. Okay, hier geht's nur runter. Dann machen wir wieder Rückwärtsgang. So. Aber ich muss sagen, es steuert sich eigentlich ganz gut. Auf nach oben. Oh, wahrscheinlich hier, ne, über die Steinflächen, damit man halt nicht so viel abrutscht. Ach, so kommen wir nicht vorwärts. Genau. Frage ist nur, hey, da lang. Raus. Sicher? Oder hier? Ne, ich glaube eher hier. Na, bitte. Also, okay. Dann fahren wir einmal hier rüber.
Ich weiß halt nicht, was es noch für Abzweigungen hier gibt. Oder gucken wir einmal... Nee, bevor wir hier runterfahren, gucken wir einmal danach. Ich meine, im Notfall können wir ja sowieso wieder hochfahren, wenn wir runterrutschen. Aber zumindest haben wir dann mal geguckt, was da hinten in der Ecke ist. Nathan, nicht abrutschen. Nee, das sieht so aus, als können wir da gar nicht lang. Nee, nee. Nee, nee, hier rutschen wir total weg. Nee, das geht schon nicht. Das geht gar nicht. Nee, dann waren wir schon richtig. Dann waren wir schon richtig. Komm. Jawoll. So. Bin ein guter Fahrer, aber du rutscht. Komm, 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 komm. Okay. Und zack. Mein Rückgrat. Anschnallen. Ist hier ein Schatz? Nee. Oh, warte mal. Hier ist doch bestimmt was. Oder? Nicht? Am Wasser entlang oder so? Gar nichts? Echt jetzt? Durchgekommen. Ich frage mich, wer. Als wenn ich es mir aber nicht schon denken könnte. Oh, noch ein Steinhaufen. Warte mal. Einmal die Kurve kriegen hier. Okay. Hey, seht mal da oben auf dem Hügel. Steht ein Turm oder sowas. Das gefällt mir. Genau, wir sollen ja eigentlich auch nach Türmen suchen. Die ja hier verteilt sind. Erinnert mich fast an den zweiten Teil. Worüber hast du mit dem Verleihtypen gestritten? Oh, dein Bruder wollte einen Geländewagen mit Seilwinde. Für eine Seilwinde hat das Budget also gereicht, aber nicht für eine Federung. Verstehe. Hey, das ist wichtig. Gerade Offroad, wenn es mal regnet oder matschig ist. Jede Wette, dass wir die verdammte Winde kein einziges Mal benutzen müssen. Bist du dir sicher? Ich finde es gut, eine Winde dabei zu haben. Man weiß nie, wo man sich damit hochziehen kann mit dem Auto. Von daher eigentlich schon ganz gut gedacht von Nathan. Oh, warte mal. Kann man da hoch? Komm gleich wieder. Ne, der hält sich da aber auch gar nicht fest. Ne, der hält sich da gar nicht fest. Den interessiert das gar nicht. Okay. Ja. Wo geht's lang, ne? Die Flussmündung da führt ein Weg nach oben. Ah ja. Gut, dann gehen wir aber erstmal da gucken. Wie sieht's hier mit aus? So eine versteckte Höhle? Nee. Okay. Ah, ich will auf jeden Fall gucken, ob es vielleicht irgendwo Wege gibt, ne? Die man jetzt auf den ersten Blick verpassen könnte. Ich will schon versuchen, mich großzügig umzuschauen. Wobei ich aber nicht weiß, ja, dass da besteht immer die Gefahr, dass wir vielleicht sogar dann doch in die Ecke fahren, wo es halt weitergeht. Oh! Okay. Da ist noch ein Steinhaufen. Ja, den muss er auch mitnehmen, Nathan. Jawohl. So, am besten ganz abräumen. Kann auch keiner mehr sagen, haben wir nicht gemacht. So. Okay. Ernsthaft, darunter? Hey, mach langsam, Junge. Ja. Oh, was war das? War das so ein Äffchen? Aber ich glaube, der Turm ist sowieso also erstmal das Wichtigste. Du glaubst, Avery Two und andere Piraten haben ihre Schätze zusammengetan und sind hierher gekommen, weil... Warum genau? Wer weiß, vielleicht zum Schutz. Die britischen Behörden saßen ihnen im Nacken. Klar, vielleicht hat er ihnen geholfen zu verschwinden. Der Kerl hatte echt Talent, Dinge zu verstecken.
Das war ein Lemur. Aber ja, um mal auf das Gespräch einzugehen, ja, Avery und Thomas Tu, glaube ich, hieß der mit Vornamen, ne? Thomas. Das waren zwei Piraten, ne? Also Avery sowieso. Und die haben sich wahrscheinlich mit anderen Piraten zum Schutz zusammengetan, um sich halt gegen die Behörden und so weiter durchzusetzen, beziehungsweise sich einfach gegenseitig zu beschützen, wenn denn irgendwas mal sein sollte. Wir haben ja diese eine Notiz auch gelesen. Die waren ja auch hinter dem Avery her, ja, von der Ostindien Company. Von daher macht das schon Sinn, dass sich die Piratenkapitäne da oder auch andere Piratenkapitäne mit Avery und Tu zusammengetan haben. So, jetzt sind wir gleich beim Turm. Okay, dann gehen wir hier rüber. Zack. So. Dann einmal aussteigen, die Herren. Okay, dann kommt Sam mit. Sully bleibt wieder sitzen, alles klar. Dafür, dass er ein paar hundert Jahre alt ist, ist er gut in Schuss. Ja, das sind eindeutig Ruinen aus Averys Zeit. Oh. Dann gucken wir doch mal. Oh, das ist ein Seil. Na, gucken wir uns gleich an. Gucken wir uns erstmal den Turm an. So. Kann man hier hoch? Ja, kann man. Ja. Oh, Sam. Bist ja schon da. Oh, was ist das denn? Sam, von wem hier. Ist das denn? Das ist Christopher Condons Zeichen. Kapitän der Fiery Dragon. Er operierte zu Averys Zeiten von Madagaskar aus. Also vielleicht rekrutiert Avery Piratenkapitäne. Wozu? Als seine Wachposten? Das ergibt keinen Sinn. Nein, stimmt. Na, vielleicht war jeder Captain für einen Turm verantwortlich. Und lieferte auch die Männer dazu. Wie auch immer. Okay. Das ist garantiert nicht unser letzter Halt auf dieser Tour. Ja, denke ich auch, ne? Soll ja Türme geben, also mehrere. Hier in Madagaskar. Es sind nicht nur Avery und Tu, sondern auch andere namhafte Kapitäne involviert. Christopher Condon, Schiff, Fiery Dragon. Okay, dann finden wir die anderen doch auch. So, gibt's hier noch einen Schatz vielleicht abzugreifen? Hier kann man ja noch irgendwo hoch. Oh. Aber nicht, abrutschen hier. Ja, hier ist noch ein Schätzchen. Was ist das denn? Mogul Puderflasche aus Elfenbein. Puder muss ich jetzt nicht haben, aber Elfenbein, ne, habe ich auch schon mal gesagt. Sehr wertvoll. Kann man immer gerne mitnehmen, ne? So ist das nicht. So. Ich glaube, irgendwas müssen wir mit dem Baum machen, ne? Das ist die Rinde ab. Die Rinde ist abgeschält. Irgendwas war um diesen Baum gewickelt. Haben die vielleicht auch eine Seilwinde dabei gehabt? Oh, wir müssen die Winde holen. Ha! Jetzt kommt sie zum Einsatz. Doch nicht so schlecht investiert, ne? Guck mal. Hey, wusstet ihr, dass unser Wagen eine Winde hat? Nein, ehrlich. Ich hatte keine Ahnung. Nee. Was hast du damit vor? Weiß ich noch nicht. Jetzt stellt er sich plötzlich blöd, ne? Der Sullivan. Wir haben keine Seilwinde. Nein. Wirklich? So. Ich glaube, wir müssen einmal um den Baum rum. Ne? Und dann machen wir die Winde hier so, fest. Zack. So. Dann rutschen wir noch einmal runter. Und dann sollte eigentlich. Sollte es eigentlich kein Problem sein, den Wagen da hochzukommen. Die hängt da am Stein fest. Siehst du, Sunny? Die Winde. Total nützlich. Das war ein Hügel. Noch hat sie sich nicht vertraut. Ah, noch nicht. Kleine Siege. Naja, ich feiere nur die Großen. Und einziehen. Zack. Da ist Sam auch wieder. Perfekt. Ja, dann haben wir doch das mit der Winde geschafft. Haha.
doch keine so schlechte Investition. Und wir sind auch dem Vulkan immer näher. Genießt den Anblick, Gentlemen. Wow. Ja. Spektakulär. Das ist Madagaskar. Ihr kommt hierher, ein erfolgreicher Pirat, weit weg von eurer unterdrückenden Regierung. Die armen unterdrückten Piraten wollten doch nur in Ruhe und Frieden morden und plündern. Nein, nein, sie wollten als freie Männer leben. Ah, wenn man einen Ort zum Weglaufen sucht, könnte man es wirklich schlechter treffen. Ah, ist schon schön hier. So. Okay, ich glaube, jetzt fängt das offene Areal erst richtig an. Das sieht hier nämlich viel, viel größer aus. Ah. Naja. Okay. Da ist ein Turm. Da ist ein Turm. Moment. Kommen wir da hinten auch hin? Okay. Lassen wir uns überraschen. Oh, warte mal. Kann man hier auch noch lang? Fahr auch gerne mal so ganz nah an den Klippen entlang, weil vielleicht sich ja hier der eine oder andere Schatz dann doch mal so verbergen kann. Denkt mal nicht, dass die den Schatz jetzt einfach ins hohe Gras schmeißen werden, die Entwickler. Wäre auch ein bisschen fies. Aber ja, wenn da so ein Fass steht oder eine Kiste, dann könnte man da schon einen Blick riskieren. Ne? So ist das nicht. Okay. Ja, fahren wir doch einfach mal den eigentlichen Weg hier lang. In der Hoffnung, dass wir hier... Mach den Mund zu, Sam. Nicht so viel quasseln. Ah, guck mal, hier unten ist auch was. Noch mehr Ruinen. Und eine Stein. Da war mal zu schnell. Nochmal. So. Hey, die Zack. Umzufahren bringt doch kein Pech, oder? Glaube ich nicht. Ist aber unhöflich. Für den, der sie aufgestellt hat. Was haben wir denn hier? Ein Schatz. Was ist das? Pergamentrolle. Können wir die lesen? Scheinbar nicht. Nee, können wir nicht. Schade. Aber vielleicht steht da auch nichts Besonderes drauf. So, dann haben wir hier den Schatz abgegrast. Okay. Der war ja ziemlich einfach, ne? Vielleicht ist es doch nicht so schwer, die Schätze hier zu finden. Wer weiß. Okay, da hinten ist auch noch was, aber da müssten wir hier über die Schlucht und das schaffen wir niemals, selbst wenn wir Anlauf nehmen. Gut. Hier kommen wir noch lang. Da gab es da oben noch einen Weg weiter. Durch. Ja, gab es. Allerdings nur ab hier, okay. Okay. Ja, fahren wir einfach hier weiter, ne? Mal drauf achten, ob wir nicht irgendwo noch so einen Steinhaufen haben. Wäre natürlich gut, wenn wir die alle finden könnten. Oh. Hat das Ding hier Airbags? Oder Rettungsschirme? Soll ich nochmal extra irgendwo gegenfahren? Machen sich schon in die Hosen, ne? Hier ist nix. Boah. Rutscht aber richtig weg hier, ey. Seht euch das an. Ah, hier geht's zum Turm. Alles klar. Dann fahren wir erstmal hier lang. Denn ich denke, dass hinter diesen Steinen irgendetwas ist. Die kann man auch bestimmt durch, oder? Ich spring mal kurz raus. Ja. Schönes Mist. Haha. Ein Schatz. Hab's gewusst. Irgendwas muss hier sein. Zack.
Dafür, dass ich am Anfang gesagt habe, vielleicht wird es schwer mit den Schätzen, haben wir jetzt schon 3 Stück gefunden. Ist doch gut. Antikes Fruchtbarkeitsidol. Ja, denke ich mal, haben wir schon mal irgendwo alle mal gesehen, ne? Dass es sowas gibt. Kann man sich natürlich kaufen. Wer daran glaubt, ob das klappt, möchte ich auch nicht in Frage stellen. Natürlich, klar, wenn es einem hilft. Warum nicht? Soll ja jeder so machen, wie er mag, ne? Oh, guck mal, da ist noch ein Steinhaufen. Nehmen wir auch noch mit. Der Steinhaufen hatte Familie. Wie viele gibt es davon eigentlich? Kann man das irgendwo nachsehen? Ich glaube nicht, ne? Oder erst später bei den Statistiken, ne? Da können wir nicht durch, oder? Guck mal. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Guck mal kurz. Bleib da! Hey, hast du was gesehen? Nee. Nee. Kann man nicht. Okay. Dann war das eine Loch da, das offensichtliche. Okay. Ja, aber genau so stelle ich mir das vor. Ist hier abseits der Wege irgendwann mal so eine Höhle finden hinter einem Wasserfall oder. Scheiße, stopp, stopp! Ich sehe sie. Was haben wir? Militärtypen, die rumschnüffeln. Oh. Dienstleute? Yep. So eine Scheiße. Die haben einen alten Kolonievorposten entdeckt. Aber den falschen, oder? Das ist die gute Nachricht. Ja, das heißt, es gibt auch eine schlechte. Der einzige Weg zum Vulkan führt mitten durch sie hindurch. Aber wir sind im Vorteil. Was ist der Plan? Tu einfach, was ich tue. Okay. Boah, da war echt viele. Dann lass mal, würde ich sagen, lass mal Sullivan mal hier oben, ja? Mit der Karre. So, wir markieren hier die ganzen Leutchen. Die uns so ins Schussfeld laufen. Oh, Sully kommt mit. Okay. Warum nicht? Ist natürlich auch gerne mitkommen. Ne? Habe ich nichts dagegen. So, hier ist auf jeden Fall hohes Gras. Kann man auf jeden Fall mitarbeiten. So. Mal gucken, wo die richtigen Leute sind. Den haben wir zum Beispiel noch gar nicht markiert. Den auch noch nicht. Ja, den habe ich gesehen. Klügste wäre natürlich, den Sniper wegzumachen, ne? Okay, dann können wir auf jeden Fall hoch auf den Turm, würde ich sagen. So, immer schön vorsichtig, vielleicht kann ja noch einer auf dem Turm sein. Genau. Sieht denn eigentlich einer? Probier es jetzt einfach mal. So.
Der ist auf jeden Fall weg. Eine FAL. Die sieht aber ein bisschen anders aus als die, die wir im zweiten Teil hatten. Okay. Na, ich probiere es einfach. Ein E. Viel falsch machen können wir nicht. Guck mal, hier ist der Sniper. Guten Tag. So. Oh, die Masur. Jetzt nur richtig gucken, wie wir das machen. Sind natürlich auch immer zu zweit, die Affen, ne? Oder Sam. Okidoki. Kreisen die nur hier drum? Scheinbar. Okay, dann müssten wir die eigentlich hier abfangen können, oder? Frage ist nur, wenn ich jetzt einen von denen angreife, greift Sully oder Sam, greifen die halt mit an oder warten die nur ab? Weil irgendwie muss ich ja beide gleichzeitig wegkriegen. Aber ich denke mal, solange wir jetzt schleichen, wird einer von denen sich bestimmt schon irgendwie bereit erklären, den einen oder anderen da wegzuklatschen. Wo wollen die denn hin? Jetzt? Bleiben die jetzt da stehen? Nee. Hä? Was haben die denn für eine Patrouille? Oh, den hat der nicht gesehen. Wie geil. Den hat der nicht gesehen. Der war nice, ey. Aber keiner von denen hat mir geholfen. Aber der war gut, ey. Cleverer Schachzug. So, der guckt gerade. Moment. Ich würde fast sagen, wir holen uns den einsamen Wolf da hinten, ne? Erstmal. So. So, komm mal her. Tante Käthe hier. Zack. Direkt der nächste weg. Oh, da ist ja auch noch einer. So, dann spreng mal. Ja. Ah. Der hat wieder nichts gesehen. Das ist sehr gut. Das ist eine andere. Der unter uns oder wo ist er? Der ist unter uns, okay. Wo genau? Da. Moment mal. Zack. Ja. Den könnten wir jetzt eigentlich. Ja, den könnten wir ganz leicht wegmachen. Wo will der lang? Ach, der geht wieder da. Ja, okay. Da holen wir uns hier von hinten. So. Zack. So, das waren alle, oder? Okay. Mann. Ich glaube, das war's. Verdammt. Ray Perfekt. Die haben sicher Dutzende von Leuten hier, die könnten glatt aus Versehen über den Schatz stolpern. Oder bin ich gerade ein bisschen stolz auf uns, ey?
Aber die alle im Stealth-Modus weggemacht. Keiner hat uns gesehen. Richtig gut. So. Ist hier hinter noch was? Sieht so aus, ne? Aha. Kann man hoch? Oh, eine Steinschlosspistole. Okay. Braucht zwar gerade keiner von uns, aber immerhin. Gut versteckt. Alles klärchen. So, dann gucken wir uns einfach mal ein bisschen hier um. Ne? Die wollten das ja sowieso sprengen. Von daher, ich würde sagen, auf den Turm gehen wir auch nochmal. Man weiß ja nie, ob da oben ein Schatz auf uns wartet. Das sieht auch so aus, als wenn da ein Schatz ist, ne? Oder wir müssen die Brücke später einreißen. Das sieht auch so aus, ja. Ah, so viele Ideen, ey. Ob wir die alle umgesetzt kriegen? Ja, ihr Hampelmänner steht nur rum, ja. Immer müssen wir und Nathan das alleine machen, ne? Würde ich vorschlagen, gehen wir einmal nochmal hoch auf den Turm, ja, auf gut Glück, ob da ein Schatz ist. Und dann gucken wir einfach, dass wir das hier auch gesprengt kriegen, ne? Ich meine, da hinten ist ja der Zünder. Ist ja gar kein Problem. Müssen uns ja sowieso die ganzen Türme auch angucken. Aber alles Schritt für Schritt hier. So. Kommst du da nicht hoch, Nathan? Doch, oder? Doch. Doch, doch, doch. Okay, Granaten haben wir voll. Haben wir ja auch gar nichts gebraucht. Das Sniper ist immer gut in dem offenen Gelände hier. Stellt sich jetzt nur die Frage, wie kommen wir da hoch? Wie sind wir denn eben da hochgekommen? Ich glaube von der anderen Seite, ne? Ne, nicht von hier. Ich glaube von da. Ja. Hier war's. So. Dann einmal hoch. Und zack. Hoch die Rübe. So. Und dann geht's, glaube ich, auf der Seite weiter, oder? Ja. Perfekt. Aha. Frag mich, ob da oben wirklich ein Schatz ist. Ich hoffe es ja eigentlich insgeheim. Dass sich das auf jeden Fall lohnt, dass wir hier hochgekommen sind. Aber wer weiß. Sieht nicht so aus. Die Brücke scheint zurück zum Weg zu führen. Können wir da jetzt runter? Ah gut. Dann gehen wir wieder runter. Da war hier doch wohl kein Schatz. Schade. Hätte ja sein können. Egal. So haben wir es auf jeden Fall kontrolliert. Da wissen wir auf jeden Fall Bescheid. So, hier könnte auf jeden Fall noch was sein. Hier ist nur der Tunnel gewesen. Ja, ich würde sagen, sprengen wir mal, ne? So. Einmal nochmal hier gucken. Das ist nur der Weg nach oben. Alles klar. Dann gehen wir mal rein. Aha. Wieder so Vorräte hier. Ah, ein neues Zeichen. Da, noch ein Siegel. Adam Baldridge regierte eine Weile in Kings Bay. War ein Händler, Sklavenhändler. Schurke durch und durch. Ich staune. Ja, der Knast, viele Bücher. Sehr gut. Gut, dass wir dich dabei haben, Brüderchen. Der kennt die Piraten. Okay. Adam Baldridge unter dem Siegel Sam Sully. Der Traum jedes Handwerkers. Leichte Bauschäden, Dach undicht, Vordertür leicht beschädigt, Rundumblick von allen Räumen. Ach so, der hat das Zeichen von Adam Baldridge genommen und dann Sam und Sully drunter geschrieben.
Der Nathan ist ein Fuchs. Er macht immer einen Witz draus, ne? Okay, dann haben wir das andere Piratensiegel hier auch gefunden. Dann denke ich mal, steht als nächstes die Brücke an. Ich lässt aber das Gefühl nicht los, als wenn wir irgendwas vergessen hätten. Hier in der Ecke vielleicht. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das ist einfach nur wegen dem Areal, was hier ist, dass das ein bisschen größer gestaltet ist. Ich glaube nicht, dass hier irgendwas Wichtiges rumliegt. Nee, glaube ich nicht. Gut, wo ist denn unsere Karre? Da hinten. Wir wollten ja sowieso nochmal hier in der Ecke nachgucken. Ne? Wir sind ja noch gar nicht weitergefahren. Der direkte Weg scheint wohl wirklich die Brücke zu sein. Dann schauen wir uns einmal kurz in der Ecke um und dann machen wir das mit der Brücke, würde ich sagen. Genau. So, alle einsteigen. Perfekt. Dann kann es ja weitergehen. Okay, ist auch noch Geröll. Ist nichts Besonderes. Sorry, Schlagloch. Ja, auch nicht. Sicher? Okay. Können wir eigentlich hupen? Hat das eine Hupe? Nee, keine Hupe. Okay. Gut, dann nehmen wir uns als nächstes die Brücke vor. Wir können ja mal probieren, einfach drüber zu fahren. Ja, gerade drüber. Ah. Nur dieser Piraten lässt echt so wünschen übrig. Und wie kommen wir jetzt hier raus? Am besten gar nicht, oder? Nein. Dafür haben wir wieder unsere starke Seilwinde. So. Können wir einmal hier drum? Einmal. Ne, können wir nicht. Schade. Okay, dann müssen wir erst die eine kaputt machen und dann erst die andere. Ich hätte beide gerne gleichzeitig weggemacht. Na komm. Jawohl. Einer durchgeknackt. Weg, einer übrig. So. So, nochmal Seilwinde. Zack. Warte. Einmal rum. Oh, damit es stärker ist. So, jetzt festmachen. Nee. Okay. Cool, der legt die Waffe auch neben sich, die er eigentlich auf dem Rücken trägt. Cool. Sally. Echt praktisch, oder? Ja, ich war nicht gegen die Winde. Ich wollte nur nicht über den Tisch gezogen werden. Der muss das jetzt irgendwie wieder schön reden. Ne? Okay, dann hoch da. Vorsicht! Ah ja. Jetzt wäre Chloe nicht schlecht, ne? Die beste Fahrerin Sally, im Business. Kennst du Nadine eigentlich? Wieso? Vielleicht kannst du sie kontaktieren und überreden, ihre Schläger zurückzupfeifen. Ja, klar. Was, wenn wir ihr mehr versprechen als Ray? Nein, so arbeitet sie nicht. Sie ist eher der Typ Söldner, der erst sein Geld sehen will. Also ist Ray da im Vorteil. Hm. Na schön. So, wir gehen aber trotzdem erstmal hier hoch. Okay, Sekunde. Bis gleich. Ein Schatz. Tada. Oh, was ist das denn? Taschensternkarte. Boah. Die sieht ja cool aus, ey. Toll. Die hätten wir im dritten Teil gebrauchen können, ey. Dem Sternenhimmel. Dass wir die verschollene Stadt Iram finden. Mitten in der Rub Al-Khali-Wüste. Ja. Immer dann, wenn man die Sachen nicht mehr braucht, ne? Dann findet man sie. Natürlich. Okay, auf geht's. Da
Da geht's lang. Aber hier auch. Was ist denn jetzt richtig? Oh, da ist noch ein Steinhaufen. Warte mal. Was ist denn jetzt richtig? Das. Oder ist das der Weg, den wir gekommen sind? Kann auch sein. Ja, okay, das ist der Weg, den wir gekommen sind. Okay. Weil das sah gerade so aus dem Augenwinkel aus, so, hä? Sind wir da nicht gewesen? Ist da vielleicht ein anderer Gang oder so? So, Vorsicht, immer schön abbremsen. Okay. Naja, macht ja nichts. Dann fahren wir weiter. Steinhaufen gefunden und ein Schatz. Weiter geht's. Oh, jetzt sind wir aber echt nah dran, oder? Da, Shoreline. Ja, die geben wirklich alles, was? Und sie kommen dem Vulkan verdammt nah. Daran dachte ich auch gerade. Was, wenn sie den Schatz schon gefunden haben? Na, seht doch, die durchsuchen jeden Zentimeter. Wenn sie ihn schon gefunden hätten, würden sie nicht mehr suchen. Ja, ja, hast wohl recht. Ja, das ist ein gutes Argument. So. Oh, hier unten sind auch noch welche. Hey Sam, wenn ich mal fragen darf, wie hast du dir die Zeit im Knast vertrieben? Ach, weißt du, mit Lesen überwiegend. Einer der Wachmänner hat mich unter seine Fittiche genommen. Er hat mir immer Bücher aus der Bücherei besorgt. Was hast du denn gelesen? Geschichte. Vor allem alles, was mit Avery und den anderen Piraten zu tun hat. Nur für den Fall, weißt du? Klar. Und außer den Büchern, Liegestütz, Rauchen, mich aus den Streits rivalisierender Gangs raushalten. Das war's eigentlich. Sam, okay. Wenn dir dieser Wachmann Gefallen getan hat, warum hast du ihm keine Nachricht für uns gegeben? Oh, ich hab's versucht. Bin gebeten, einen Brief zu schicken. An deinen Postfach. Ich hab nichts bekommen. Ja, weil der Direktor es mitbekommen hat. Ich hab eine ordentliche Abreibung bekommen. Den Wachmann nie wieder gesehen. Okay. Aber ich hab meine Rache bekommen. Hey, ob in dem alten Gebäude was zu finden ist? Sam? Okay, ich glaube, der redet aber gleich nochmal weiter. Hm. Vielleicht kann man ja das Auto benutzen. Ja, kann man. Hehe. Okay. Machen wir mal den Weg. Ja. Da rein. Okay. Was gibt's denn hier Schönes? Eine Steinschlossbüchse und ein Schatz. Englische Bierflasche. Ja. Mit so einer Art Siegel drauf, ne? Ist das ein Pferd? Könnte ein Pferd sein. Sehr schön. Jetzt, wie kommt man hier raus? Auf demselben Weg wieder? Okay, auf demselben Weg. Alles klar. Hätte auch sein können, dass wir die Tür aufsprengen können. So, wo waren wir, Sam? Was wolltest du sagen? Oh, klar. Aber ich habe meine Rache bekommen, als der Direktor mich mit Alcazar zusammengesteckt hat. Das lief nicht so, wie er erwartet hatte. Wisst ihr, wenn ich so überlege? Ich hatte vor Jahrzehnten tatsächlich mal mit Alcazar zu tun, noch bevor ich euch meine war. Im Ernst? Wie kommt's, dass du noch lebst? Damals war er noch nicht der Mann, der er heute ist. Er hat doch ziemlich gut gearbeitet, Herr Reiter. Ich habe seinem Boss ein paar Holzstücke verkauft, die ich aus Japan geschmuggelt habe. Er stand auch schon hin. Was war er denn? Wo war er so? Ein Mann der leisen Töne. Na, dann hat er sich nicht groß verändert, was? Okay. Ja, ich find's gut, wenn die sowas aus der Vergangenheit erzählen. Also, dann mal los. Und diese Steuerrad guckt aus seiner Hose raus. Okay. Und der Wirt sagt, hey Mann, was ist mit dem Rad? Und der Pirat antwortet, arr, es lässt mich durchdrehen. Den liebe ich. Zwing mich nicht, dich hier zu lassen.
So, so witzig war der nicht. Ja. Krass. Krasse Aussage von Sully. Zwing mich nicht, dich hier zu lassen. Weil der Witz einfach so schlecht war. Hey, ist das ein Brunnen? Oh, cool. Langer, harter Weg. Kapiert? Weil es lang und hart wird. Dein Witz? Ja, ich bemerke. Guter Sinn für Humor. Stimmt, denselben Witz hat er im dritten Teil erzählt. Stimmt, ja. Im dritten Teil hat er den Witz erzählt, der Sullivan, ja. Cool, ey. Warte mal. Sullivan, ne? Können sie nützlich sein? Ich mach mir ein, Oh. War vielleicht gar nicht so falsch. Was haben wir denn hier? Hoho. Oh, da ist ein Schatz. Warte mal, lass die Seilwinde erstmal Seilwinde. Oh, Piraten. Aha. Boah, sind wir hier voll in das Wespennest gestochen, ey. Hier gibt es bestimmt auch eine Notiz. Oder? Was ist das? Ah, eine Notiz. Dann lesen wir mal. 11. Juni 1702. Letzte Nacht wurden die Signalfeuer entzündet. Piraten war nicht zu spaßen. Ja, lass mich erstmal lesen, Nathan. So, letzte Nacht wurden die Signalfeuer entzündet und wie auf Kommando schlenderte eine weitere Gruppe leichtsinniger Kopfgeldjäger und Rumsucher durch unser Lager. Die haben sich tapfer geschlagen und einige unserer Kameraden getötet. Aber es gab niemals Zweifel am Ausgang des Kampfes. Zwei Regimente der Ostindien Company besiegt in nur 2 Tagen. Ich hoffe um ihretwillen, dass sie ihre Lektion gelernt haben. Ihr selbstgerechter Leutnant Sherwood hat lange genug gelebt, um Captain Avery zu beleidigen und uns einen großen Anteil des Kopfgelds sowie eine Begnadigung im Austausch gegen Informationen über Averys Aufenthaltsort zu versprechen. Avery bietet uns etwas Größeres als Gold, sagte ich, bevor ich seinen Beleidigungen mit meinem Schwert ein Ende setzte. Okay. Abgesehen von unseren Verlusten waren diese britischen Schweine außerdem viel besser ausgestattet als die letzten. Ihre Stiefel und Pistolen werden uns von großem Nutzen sein. Thomas Tu Siegel. Aha, das Siegel ist also von Thomas Tu. Warte mal. Ja, das ist Thomas Tu. Der Arm mit dem Piratensäbel. Krass. Haben die sich hier im Brunnen verschanzt? Also sind das nicht alles nur tote Piraten, sondern auch die von der Ostindien Company? Alles. Ah, da muss die Seilwinde hin. Okay. Dann kommen wir an den Schatz wohlmöglich. Boah, der hat ja voll... Alter. Voll durchs Auge. Ja. Das ging ins Auge, Junge. So, dann machen wir das mit der Seilwinde noch, ne? Würde ich sagen. Da haben wir nämlich den Schatz noch. Der da oben vor sich hin blinkt. Nur mal gucken, was die 2 anderen Hampelmänner da oben so lange machen. Wir machen natürlich wieder die ganze Arbeit hier. So. Erstmal stellen wir uns richtig hin, ne? Damit wir die Seilwinde auch gut nutzen können. So. Mal wieder Motor anmachen. So. Okay. So. Ich glaube, das reicht. Okay. Können wir die hier vielleicht irgendwie befestigen? Nee, scheinbar nicht. Müssen die einfach mit runternehmen. Okay. So. Hier durch.
So. So. Und einmal hier rum. Hey Sully, leg den Rückwärtsgang ein. Okay, eine Sekunde. Wie, du willst das ganze Teil jetzt runterziehen? Nein! Okay. Ja, kann man machen, ne? Ach, da ist Wasser. Ich hab gedacht... ich glaube, da fällt man tiefer, habe ich gedacht. Aber gut. So haben wir auf jeden Fall einen Weg gefunden, zu unserem Schatz zu kommen, der da oben liegt. Der wird auch erstochen. Das ist 100 Pro ein Pirat, oder? Da hat er irgendwelche Manschettenknöpfe da dran oder so. Nee, es könnte einer von der Ostindien Company sein. Na gut. Okay, was haben wir hier? Oh, was ist das denn? Zinnbriefhülse. Aha. Hm. Die Piraten das jetzt hier reingebracht haben, weiß ich nicht. Würde er eher sagen, dass die Ostindien Company das bei sich hatte. Die müssen ja meistens dann immer Berichte an die Krone schicken oder so. Oder Briefe. Gut. Würde sagen, haben wir eigentlich ganz gut was geschafft hier in Madagaskar. So, bevor die gleich wieder weiterquatschen, steigen wir nochmal aus. Und dann sage ich an dieser Stelle erstmal so, Freunde, hiermit beenden wir diesen Part von Uncharted 4 A Thief's End. Ja, und sehen uns dann im nächsten Part direkt wieder, genau an dieser Stelle. Und ich hoffe mal, dass wir ja auch weiterhin so erfolgreich hier in Madagaskar Schätze, Steinhaufen und was nicht noch alles finden. Und ganz wichtig, natürlich nicht unser Ziel aus den Augen verlieren, auch mit den zwei Hampelmännern jetzt am Bein, dass wir auf jeden Fall den Hinweisen nachgehen, die eigentlich mit dem Vulkan ja hier zu tun haben. Wie das ja auch auf der Münze war, die wir aus Schottland mitgebracht haben. Und ja, wie wir ja schon gesehen haben, ne, die Nadine mit ihren Shoreline-Soldaten ist ja auch hier mit von der Partie. Und die sind schon viel früher hier in Madagaskar als wir. Und cruisen hier auch mit ihren Geländewagen und ja, mit ihrer ganzen Mannschaft hier durch Madagaskar. In der Hoffnung, schneller zu sein als wir und vielleicht sogar eher den nächsten Hinweis zu finden. Ich kann mir schwer vorstellen, dass der Schatz hier sein wird, in Madagaskar. Das passt irgendwie nicht, oder? So vom Schauplatz Pirat, Madagaskar, Schatz. Ich glaube eher, dass wir einen nächsten Hinweis finden werden. Aber lassen wir uns mal überraschen. Mehr können wir auch erstmal nicht tun. Ich hoffe aber, dass wir weiterhin so erfolgreich sind. Bin da sehr zuversichtlich und ich denke mal, ihr auch. Auf jeden Fall sage ich an dieser Stelle aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr halt keinen weiteren Part von diesem Let's Play verpasst. Ich würde mich wie immer sehr darüber freuen. Es bleibt weiter spannend. Bis zum nächsten Mal. Ciao!